Hey, ja, hier ist Jan Schnupfen. Willkommen zurück zu Destiny. Zur Fortsetzung des Spiels mit der nächsten Mission. Beim letzten Mal haben wir Isha befreit, kann man vielleicht sagen. Beziehungsweise wir sind auf Isha gestoßen, die eingeschlossen waren im Mondkomplex. Und ja, sind dabei auch einmal gestorben, weil ich dachte, die Schrotflinte geht gut gegen mehrere Gegner. Ging sie nicht. Und ja, können jetzt weitermachen direkt mit der nächsten Mission. Und zwar machen wir jetzt die Mission der Kriegsgeist. Das ist dann hier der Kriegsgeist. Beende die Herrschaft des Hauses der Teufel über das Kosmodrom und sichere eine entscheidende Verbindung zum goldenen Zeitalter. Das rum machen wir jetzt. Und ja, ich gerade Level normal. Wir wollen normal spielen und ja, können direkt loslegen. Ne? Auch wenn wir vielleicht immer wieder rumlaufen werden. Und ein paar Sachen machen vom letzten Mal, die wir übersehen haben. Die Geister und so weiter. Zumindest zwei, die wir hätten finden können. Bei einem bin ich vorbeigelaufen, die anderen bin ich eigentlich bei beiden vorbeigelaufen. Beim einen, ja, hinterher irgendwie vergessen, muss man sagen. Beim Mondkomplex. Die Vorhut berichtet, dass sich die Gefallenen über Maschinen im Kosmodrom hermachen. Und ich vermute, dass sie nicht einfach nur plündern. Was immer sie suchen, wir sollten es vor ihnen finden. Ja, machen wir. Mal gucken, was da so los ist. Kann da wieder in den Steppen landen. Ich weiß nicht, wo wir landen jetzt. Wieder in den Steppen, genau. Ich registriere starke Gefallenenaktivität bei der vergessenen Küste. Das ist meilenweit weg. Warte, hier gibt es ein Fahrzeugnetzwerk der Hüter. Damit könnten wir von unserem Schiff aus ein Bodenfahrzeug rufen. Los! Finde das Fahrzeugnetzwerk. Verbinde dich mit dem Fahrzeugnetzwerk und ruf rein dein Sparrow. Der ist vielleicht auch nicht so schlecht, aber wir gehen erstmal. Wir haben jetzt eine Pistole. Wir gehen nochmal wieder zurück. Letztes Mal waren wir fast richtig, aber ich weiß auch über letztes Mal, dass in dem im Ding da nicht erkannt habe, weil es von der Seite war. Ich habe es von der falschen Seite auch betrachtet. Wie der, die Kisten, die wir gebraucht haben. Deswegen hoffe ich, dass wir das jetzt finden. Ich habe die mal nebenbei ein Video hier offen, was mir das darstellt. Da laufen wir jetzt wieder ein bisschen hier rum, aber kriegen wir hin. Vergesse Kiste, kann sein, dass wir da auch hin müssen. Da gibt es auch noch ein paar, die habe ich natürlich nicht jetzt gemerkt, aber wir können das Video mal nebenbei mal laufen lassen. Dann weiß ich nicht, halt. Wir haben eine Pistole und wir haben ein Scharfschützengewehr. Jetzt sind wir ein bisschen anders ausgerüstet. So. Na, jetzt sind wir da mal. Ich meine, das haben wir jetzt gelernt. Dr. Hudson, hallo. Ah. Dann geht das nicht. Das ging nicht, weil ich das nie aufgeladen habe, ja klar. Ja, Mann, ich habe hier die Anzeigen falsch interpretiert. Ich spiele jetzt relativ aktuell recht viel, aber trotzdem, also recht regelmäßig. trotzdem, ey. Dass ich das immer verpeile. Wobei, ich muss ja sagen, damals auf der 360 fand ich das Spiel grafisch gar nicht so schlecht. Also im Vergleich gegenüber der Xbox One bzw. PS4-Version finde ich, dass die 360-Version gar nicht so viel schlechter aussieht. Das ist mir sehr positiv in Erinnerung geblieben damals. Ich habe da ganz andere Spiele gespielt, da war es deutlich schlimmer. Zum Beispiel beim ersten Wolfenstein, also der erste Wolfenstein halt. New Order, das ist das Remake, kann man sagen. Besessener Akolyt. Nehmen wir mal. Deswegen, ich fand das grafisch auf der Xbox 360 sehr ansprechend.
Destiny, aber so ein Wolfenstein, das war total grafisch echt grausam. Was ist das hier? Besessenen. Deswegen, also ich finde das jetzt, dass das. Damals hat es in meinen Augen war das nicht so schlimm auf der 360 zu spielen, das Spiel. Ich fand es grafisch recht cool. Also, wenn ich im Vergleich so sehe, PS4. Oder damals ja gut, Vergleich war ja dann Xbox One, aber Xbox One war ja nur nicht so gut aufgelöst. Also hat er 900p gehabt. Ja, da hat man halt beim Schatten halt gemerkt, die Schatten waren halt nicht so gut aufgelöst, aber ansonsten. Aber vielleicht ist das ein bisschen die Retro-Bille, kann ja auch sein. Dass die Retro-Bille jetzt sagt, das Spiel sah richtig cool aus damals, aber. Ich fand, dass es gar nicht mal so schlecht aussah. Dann also wieder hier hin, wo wir immer waren, ne? Aber jemand finden wir das auch, was wir suchen. Das muss. Ja, aber letztes Mal haben wir eine halbe Stunde rumgelaufen, ich weiß, aber. So, mal gucken hier. Müssen wir hier schon sein? Wir müssen, glaube ich, noch weiter zurück, glaube ich. Die meine ich noch hier hinter. Ah. Genau, der ist jetzt hier an mir vorbeigelaufen. Muss kurz gucken. Ja, genau, müsste jetzt eigentlich an einer der nächsten Gänge sein. Ich habe ihn doch gefunden. Ja, ein bisschen blöd da hochzukommen natürlich, aber jetzt haben wir ihn gefunden. Das hat mein fremde Exo. Ja, das habe ich da bin ich beim letzten Mal vorbeigelaufen. Ich bin immer hier lang oder bin nur durchgelaufen. Habe hier oben nicht hingeguckt und ich habe das halt von der Seite halt immer geguckt auf der Bild, was ich hatte. Mit Video ging das natürlich viel besser. Ja, laufen wir mal durch, brauchen wir wahrscheinlich hier nicht hier. Oh Gott, nicht aber doch sterben, ne? Sterben natürlich ein bisschen doof. So. Okay, sind da heile rausgekommen, haben mal nicht so viel Zeit verschwendet. Bin jetzt gleich wieder dahin, wo wir waren. Vielleicht finden wir jetzt auch den Dingens sofort den Sparrow. Dann können wir damit auch den anderen Geist noch holen, den wir beim letzten Mal nicht erreicht haben durch den Doppelsprung. Wo man durch Doppelsprung hinkommt, aber ich war zu blöd dafür. Da wollen wir wieder zurück. Wenn ich das Thema hier. Man läuft doch ein bisschen doof rum, aber man überlebt das ja. Man ist ja hier super Hüter. Ja. Mann, ich such den super Hüter. Ja, gibt's so ein Event bestimmt, oder? Bei Destiny 2 zumindest. Bei Teil 1 passiert da natürlich nichts mehr. Wie gesagt, ich bin überrascht, dass das Server überhaupt noch läuft. Da bin ich echt immer nach wie vor. Überrascht. Ich bin ja der Meinung, jetzt damals, als sie dann die Content World machen gemacht haben und das Spiel war zu Zeitpunkt ja schon free to play.
Free-to-Play meine ich. Meinen Augen hätte die damals sagen können, komm her, in der Free-to-Play-Version hast du halt die ursprünglichen Kampagnen. Oh, hier im Engramm. Und halt in der kaufbaren Version hast du dann quasi halt die neuen Sachen. Dann will ich auch Destiny 2 auch spielen. Ich weiß ja, viele Leute ist die Story egal, ich weiß, aber für mich ist das halt relevant. Ich fand immer blöd, diese Idee von wegen, dass Sachen entfernt werden, Story-Kampagnen und so weiter. Und die kaufbaren Leute, also die Leute, die das auch gekauft haben, teilweise auch entfernt wurde. Deswegen, also, Destiny 2 ist für mich, in meinen Augen, einer schlechten Beispiele für Service Games. Also aus meiner Sicht, aus Story-Spieler-Perspektive. So, lässt mich in Ruhe dann können. Deswegen, das ist halt mein, ich bin mal mit Destiny 2 ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich wollte es halt immer nicht spielen. Wenn ich halt Destiny 1 komplett habe, hat damals nur keine PS4. Deswegen, die wollte ich erst haben, wenn ich die PS5 habe, die gab es entsprechend dann. Ja, erst nachdem bei Destiny 2 alles weg war, ne? Also deswegen, hätte das halt gerne gezockt, so mal komplett. Wie gesagt, leider gibt's da nichts. Ich kann nur Let's Plays gucken oder Playthroughs oder Walkthroughs. Bin ich ein bisschen blöd, schade. Deswegen, aus meiner Sicht hat es der Möglichkeit gegeben, halt das ursprüngliche Content auch beizubehalten, wie gesagt, durch eine Free-to-Play-Version, wo halt das ursprüngliche Grundspiel drin war, wie es damals auch, glaube ich, war bei, als New Light, glaube ich, rauskam. Da war, glaube ich, auch noch das alte Kram drin, Free-to-Play-mäßig. Und du konntest dann, glaube ich, irgendein Add-on kaufen für normalen Spieler. Also wenn du mal bezahlbaren Content haben wolltest. Also bezahlten Content haben wolltest. Ich glaube, irgendwie so war das. Ja. Hat man an meiner Sicht nicht genutzt, die Gelegenheit, die Chance. Bin schade. Oh. Da hätte man alles mal Augen zusammenführen können. Also einfach sagen, ja, okay. Es gibt halt noch Destiny 2 Legacy, Free to Play mit allen alten Content und dann den neuen Content mit, was du kaufen kannst. Das wäre die ideale Version gewesen aus meiner Sicht. Stattdessen musst du Destiny 1 spielen, damit du ein vollständiges Spiel hast. Also wenn du ein bisschen in Story spielen willst, ein bisschen. Klar, die anderen, Destiny 2 hat noch die alte Story und so, klar, aber ist halt total zusammenhanglos. Du hast keinen Anfang mehr, fängst mittendrin an und ja. Wie gesagt, die meisten Leute ist es auch egal. Da geht es um das Gunplay und das Loot und so weiter, aber. Ach,
Hätte besser, in meiner Augen besser laufen können. So, wo muss ich jetzt hin hier? Prinz Vegeta, 5000 ist in der Nähe. Hallo. Bin ich hier direkt runter? Da oben ist das. Können wir uns das Bärbo jetzt holen? USS Freeman. Na, immerhin, wie gesagt, überrascht hat immer ein paar Leute noch rumlaufen. Weil man ehrlich sein muss, es gibt jetzt auch abseits der Kampagne wahrscheinlich keinen großen Grund, noch das nicht einzuspielen. Ich dachte, Teil 2 ist kostenlos. Also, Free to Play zumindest. Kostenlos ist da ja eine Sache, wo man nicht vielleicht sagen sollte. Und ja, du hast da ja auch alles andere Kram. Du hast ein besseres Gunplay, du hast wahrscheinlich bessere Loot-Spirale. Also Teil 1, es gibt jetzt keinen Grund, noch Teil 1 noch Geld zu bezahlen, wenn du dasselbe Spiel quasi. Hier ist der Sparrow Link. Also dasselbe Spiel, ich sag mal, ein besser, vielleicht kann man sagen, wie du Play spielen könntest. Ich bin überrascht, dass hier noch so viele rumlaufen. Verhältnismäßig. Entschlüssel Lagerdaten, verschränkte Kettvektoren und. Wir sind verbunden. Wieder ein Mordmittel. Wenn du den Sparrow nimmst, sind wir in ein paar Sekunden an der vergessenen Küste. Okay. Rase auf deinem Sparrow durch das Kosmodrom, um den extern gefallenen Präsidenten auf den Grund zu gehen. Halt. Quadrat drücken, gedrückt halt, um Sparrow herbeizurufen. Ah. Aha. Super, ja, jetzt geht's ab hier. Jetzt kann man hier aufräumen. Aha, ja, jetzt sind wir unaufhaltsam. Jetzt machen wir hier Fast and the Furious. wo müssen wir hin? Wo war denn die Sprungschanze? Wo wir letztes Mal nicht hochgesprungen sind. Da bin ich noch hoch. Aua. Hat ja auch wunderbar nicht geklappt. Okay. Hat ja wunderbar nicht funktioniert. Da bin das ist ganz mein Geschmack. Was soll denn das? Bleibt immer hängen. Ich sollte mal vielleicht mal gleich wegräumen, wenn er mir nochmal auf die Nase geht. Auf die Nerven meine ich. Also jetzt sind wir drin. Jetzt sind wir da, wo wir hin wollten. Das dunkle Zeitalter. Klingt ziemlich düster. Ah. Das kann ich mal kurz irgendwann wegräumen hier. Was wollte der von mir hier? Na toll, hat ja auch nicht funktioniert. Hat keine Reichweite, das Teil. Das ist ja ganz blöd. Ja, räumen wir nochmal kurz auf. Hallo. Ah, was wollen die von mir? Was wollten die jetzt von mir, hä? Was wollten die? Ich hab keine Ahnung. So, ich würde jetzt mal da oben reingehen. In den Mondkomplex. Bevor wir dann da zur Küste fahren, wo ich noch mal gucken muss, wo ich überhaupt Sachen finde. Da bin ich natürlich, ich hab das aufgeschrieben seinerzeit, aber. Wir gehen jetzt da nochmal rein in die gute Stube. Vorher gucken wir nochmal nach. Ganz schick, ne? Wobei ich ja sage, mittlerweile fällt das ja auch auf, dass Spiele gar nicht mehr so krass altern, ne? Mittlerweile sind wir so weit in der Grafikentwicklung, so klar, man sieht da in dem Spiel, dass er noch ein bisschen älter ist. Klar, aber andererseits, aktuell Spiele auf weniger Details, sieht genauso aus. Also, das wäre eigentlich undenkbar vor ein paar Jahren. Vor 10 Jahren sah es noch nicht so aus. Da waren Spiele von 10 Jahren vorher. Sahen doch nicht schlechter aus im Vergleich. Drehmetall, keine Ahnung, was man machen kann. Ich denke mal, dass wir noch erfahren werden. Wir gehen mal rein.
Ist hier irgendwas? Mal gucken. Hier haben wir natürlich noch reingeguckt. Wenn ob hier noch was ist. Hallo? Die Pistole ist gar nicht so schlecht, wenn man damit treffen kann, ne? Wenn man damit trifft, ist das gar nicht so übel. Das muss man sich mal vor Augen führen, ne? Also. So, nochmal hier wieder rein. Jetzt sind wir auch nicht mehr in der Story, das heißt, jetzt kann man nur so allgemein rein. Hallo? Wenn man halt trifft, dann geht's. Man muss aber treffen, dann. Ja, das Auto-Aim hilft auch noch ein bisschen. Ich finde es auch nicht so aggressiv, würde ich sagen. Es ist ganz angenehm auf diese Art und Weise. Weil es wieder düster hier. Hallo. Wieder Diebstahl. Und wer seid ihr? Ach, immer noch hier die Akolyten. Aha. War nämlich fast richtig, glaube ich. Ja, hätte man hier rumspringen müssen. Dunkelheit 3. Sollten wir wieder uns Rang verziehen. Was ist für einer? Da, wenn man da was, das ist nur Munition, oder? Ja. So Munition, da ist nichts zum Looten. Ja gut, Loot-Spiral ist ja eh noch nicht so wirklich in Kraft, weil man muss eh maximal Level erst erreichen, bevor sich das wirklich lohnt. Danach, bis dahin findest du ja so allgemein bessere Sachen. Wieder raus hier aus der guten Stube. So, jetzt können wir mal gucken. Wenn man nebenbei so ein Video mal anfangen. Muss ich jetzt hier raus. Ah, hier. Oh. Ja, Blindfisch. Blindfisch 3000, Ja, eigentlich gibt es natürlich bessere Methoden hier, die Sachen zu suchen. So. Ich bin übrigens gespannt, wie das dann eigentlich ist bei den Strikes. Seine Spielersuche. Und dann war eine Waffe für mich. So, wir werden so mal gucken hier. Ja. Eine Waffe für mich. Zwei, und die hat so bessere Werte als unsere Sportgewehr können wir nehmen. Dachs Kalum 2A, halbautomatisches Gewehr, das ist eine Mehrzweckvariante mit ausgewogenen Eigenschaften. Nehmen wir mal die. Dann geht die langen Werte wie lange dann hoch. Wir haben nur eine bessere Waffe hier. Wir haben noch Engramme. Kein Mitleistung zerlegen, ne? Den würde ich mal zerlegen. Wir brauchen mit Geld. Den Lebenspunkt brauchen wir auch nicht mehr. Also was Rechtes kann man halt immer zerlegen. Das brauchen wir halt nicht. Wir haben 28, das brauchen wir auch weg.
Mal wo zusammen mal ältere Sachen behalten. Ältere Sachen braucht man nicht, die schlecht sind. Schlechte Sachen sind nicht so entspannt. Gut, bei den Waffen vielleicht theoretisch können wir wechseln, aber andererseits, aktuell geht es ja eher danach auf, von wegen was besser, ne? Also ich würde sagen, die Waffen verkaufen wir mal alle. Bisschen verkaufen vom Bauplan. Da verkaufen ist das nicht, den muss zerlegen. Man kriegt auch Geld dafür, also. Man kann ihn dann zerlegen. Einsatz von Waffen, dann haben wir ja jetzt so ein. Ich glaube, wir kriegen Besuch. Ja. Scheiße. Ah, ich wollte doch nur meine Sachen da zerlegen, Mensch. Ah, ziehen wir mal zurück hier zu einem sichereren Ort. Man kann nie mehr in Ruhe seine Sachen hier zerlegen und mal gucken, was man so im Inventar hat. Man wird immer gestört von irgendwelchen Typen, die einfach auftauchen. Ah, man hatte keine Ruhe. Genießen wir mal dieses alte Flugfeld da. Ach man, was ist denn okay? Wir waren aber schon fertig eigentlich, ne? Ja, seinen Ältesten brauchen wir nicht. Hier ist der Sparrow. Am Boden schnell unterwegs und klein genug für den Teleporteinsatz. Halt L2 gedrückt, um höhere Geschwindigkeiten zu erreichen. Ja. Okay. So. Okay. Dann muss ich eigentlich theoretisch damit rumfahren. Würde ich mal sagen, machen wir das. Ja. Oh. Immer ist irgendwas los hier. Guck mal, was hier so los ist. Schöne spannende Dusche. Ah, herrlich. Ach, man läuft am besten mal vom ersten Mal ohne Sparrow hier rum. Mal mehr erkunden kann, was hier so los ist. Mir ist so keiner, der gerne Fahrzeuge nutzt und Open World spielen. Ich bin einer, der Open World, naja, ist ja auch grundsätzlich gut. Wir sind also doch schon, ne? Nun ist ja schon Open World, ja schon. Aber denn hier hoch irgendwo? Vergessene Küste, wunderbar. Nähern uns der Küste. Die Gefallenen benutzen eine Art Signalverstärker. Mal sehen, was sie übertragen. Ja, die Gefallenenverstärker. Setz den Geistern, um dich in die Gefangenenräte zu hacken. Ja, mal gucken, müsste jetzt gleich. Das Video läuft zwar schon, aber hat mir ist noch nicht andersweise da, wo ich ja dran bin hier. Ich weiß nicht, wo die ganzen Sachen jetzt sind. Ah, falls mit einem anderen Mann nochmal hierher, aber. Ja, wir hätten auch da durchgehen können, theoretisch, glaube ich, aber. Einfacher, als wenn hier lang zu gehen.
Ich weiß nicht, ob ich da hochgehen sollte mal. Nee, gehen wir da nicht. Wir gehen hier, jetzt wo müssen wir hin. Da sind Feinde. Pilzwängen, na wunderbar, wo ich dabei bin. Da bin ich wieder an einem vorbei, da habe ich wieder herzlichen Glückwunsch, bin ich wieder an einem vorbeigefahren. Ach, ich muss nochmal zurück, wie dumm. Ach, wieder vorbeigefahren, warte mal. Ach. Da oben muss irgendwo eine Dinge sein, warte mal. Nein, war eben fast schon richtig, aber. Ne, noch ein weiter zurück. Wo war denn der Wasserfall, wo wir eben tatsächlich drunter standen? Witzigerweise, direkt da, wo wir eben waren. Herzlichen Glückwunsch. Ich mit meinem Walkthrough-mäßigen Spielart, ne? Auch wieder mal zurück, ey. Mitten in der Story-Mission, wie dumm. Ja, so bin ich. So. Da vorbei. Ach nee, doch, wir sind doch zu weit. Okay. War doch schon richtig hier. Da muss irgendeine Höhle sein. Ach da. Ha, ich hab's übersehen. Dann geht's natürlich nicht. So. Du bist ja. Ah, Kostprodrom 2. Herzlichen Glückwunsch. Oh, eine Truhe gibt's ja auch noch. Raketenwerfer! Baron RS2A. Oh. Ah, man, schnell, dann kann man, wenn man die hält, dann kriegt man die. Ah, ja. Hat sich trotzdem gelohnt, da nochmal zurückzugehen, ne? Wenn wir keine Munition haben, ist ein bisschen blöd, aber. Ja, was soll man machen? Jetzt können wir weiter. Ach, das. Hat er ein bisschen blöd gelaufen, wenn man dann daneben fährt, daneben läuft. Mann, ist fast richtig. Hier ist Munition. Ja, mit dem neuen Tochter hoch, naja. War doch schon die richtige Intuition. Und man könnte natürlich auch hochfahren, wenn man will, aber. Da ist der Captain, aber es bringt nichts auf den zu schießen und hier aus.
Mal gucken, was da so, los ist. Hier gelandet. Der Riss ist ja komplex. Denkt ja. Klingt ja sehr einladend, ne? Geisterjäger. Was ist das für eine Karte? Geisterband Jupiter. Aha. Okay. Kann man wenigstens mal die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen von dem Video. Dann geht das ein bisschen schneller. Ich glaube, wir können einmal jetzt die Story, wenn wir die Mission machen, zumindest den Teil. Müssen da tatsächlich auch in der nächste oder zweite, den ist auch der nächste. Da jeder das Spiel kennt, der wird mich jetzt eh verrückt sagen. Und warum macht er das? Das ist ja langweilig. Das haben wir alles gesehen. Wenn man gar nicht so viel Munition hat, ey. So, mal gucken, ich verstärke mal an hier. Hallo? Hallo. Gib mir eine Sekunde. Das Signal ist gestört. Keine Gefallen. Checken wir das andere. Okay, wenn du das sagst. Da oben, dann müssen wir hier hin. Pass auf! Ja, und jetzt habe ich das Ding nicht gefunden. Wo ist denn das diesmal? Wo die halt landen, ne? Wo landen die denn? Fähigkeiten. Ach da. Da sind sie ja. Okay, du bist der Boss. Okay. Achtung, ein gefallenes Skiff. Ein Skiff? Und die anderen? Wo ist das andere jetzt? Einen habe ich jetzt gesehen, wo sind die anderen?
Ach da, man muss sie auch mal finden, ne? Dann geht's natürlich auch besser, wenn man die sieht, aber die werden nicht gut angezeigt, muss man sagen. Buch des Kelts, wunderbar, freut mich. Wir haben keine Zeit mehr. Bin tot. Ist ja blöd gelaufen. Achtung, ein gefallenes Skiff. Das war blöd gelaufen. Wie gestorben in so einer blöden Nebenmission. Blöder Laut, oder den man haben kann in Maraugen. Also wo ist der nächste? Da wird das ja jetzt angezeigt, wenn der Countdown runtergeht, vermute ich, ne? Wenn der Countdown runtergeht, dann ist ja da. Da kann ich noch was einsammeln. Das hole ich mir natürlich noch. Wir müssen zurück. Wir können aber, glaube ich, fahren, wenn wir Glück haben. Ah, da ist es. 200 Meter. Fahren wir mal hin. Knapp. Oh Gott. Alter, was passiert denn da? Ich schaffe das wahrscheinlich nicht, wie es aussieht. Das schafft man nicht. 70 Meter. Hätten wir alle erwischt. Oh, verdammter Mist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hat nicht so ganz funktioniert, ey. Was war zu da oben? Ärgerlich. Wir haben Sieg geschafft, weil wir zu blöd waren. Ja. Und dann noch gestorben dabei. Zweimal. Das ist der Blödste, was so passieren kann. Man noch dabei stirbt. Nicht nur einmal, auch selber zweimal so doof an. Naja, gut, müssen wir jetzt klarkommen, dass wir das verkackt haben. Wir haben es zumindest versucht. Was bist du denn da oben, ey? Oh. So. Okay. Wieder hoch. Was ist das? Ich sehe sowas richtig. Geh mal runter. Aber bevor wir weitermachen. Bunker. Aber Legenden 2. Ach Gott, meine Güte. Oh Gott, weg, ey. Das waren wir stärkere Gegner da, wir hätten wir nicht lang laufen sollen. Upla, hoppla. Ich glaube, das hat ihn wahrscheinlich nicht mal interessiert, dass wir da waren. Das war keine gute Idee, da lang zu laufen. Jetzt können wir uns hier drum kümmern, so.
dieselbe Übertragung. Sind beide mit etwas in der Himmelswacht verbunden. Sehen wir uns das an. Für die Himmelswacht. Dringen in den alten Anlagenkomplex vor, um die Quelle des Gefallenoperations zu finden. Ja, mit Glück hat es aus eurem Leben rausgekommen sind, muss man sagen. Bei den Brüdern her. Lass mich in Ruhe. Okay, müssen wir da wieder da hoch, wo wir eben waren. Da bin ich aber wieder blind rumgelaufen. Wer halt blind läuft, der... Ah ja, gut, der biegt die andere Richtung ab. Wir sind, glaube ich, im Film fertig mit unseren Sachen. Ah. Annehmen? Was ist das für eine Scheiße? Na also. Was war denn das für ein Mist? Reich halt. Daneben die Rakete, ey. Kann ja nicht sein. Laufen wir hier rum, aber mir egal. Aber den Lobby lohnt sich auf jeden Fall. Nach der Mission haben wir ja zwei Missionen gespielt. Für diese Aufgabe. Dann laufen wir so dahin, wo wir eben schon mal waren. Naja, hätte ich das gewusst. Ah. Also mal gucken, was hier noch so los ist. Aber wir waren da plötzlich größere Feinde. Da unten drin, da haben wir echt Glück gehabt, dass wir überlebt haben. Uiuiui, wenn ich plötzlich Fragezeichen gegen auf dich zugestimmt kommen, dann bist du ziemlich schnell tot. Da ist mir nichts, was du gegen die machen kannst, grundsätzlich. Ja, hey, ich habe den Sparrow, aber ich nutze jetzt nicht, ne, weil ich lieber rumlaufe. Die Welt erkunden, wenn ich eben schon waren. Ja, ich nehme halt gerne, ich lasse mir gerne Zeit für die Abenteuer der Welt. Man muss halt fit werden, ne? Wenn man nur so blöd auf so einem Ding rumsitzt, dann ist man doch nicht fit. Muss ja wandern, muss ja laufen, muss wandern, muss fit werden als Hüter. Das ist jetzt nicht, das ist nichts für Couchpotatoes, das ist nichts für Couchpotatoes. Die nur auf dem Sofa rumsitzen. Oder sich sonst nur auf dem Sparrow halt hin und her bewegen, die müssen laufen. Die müssen laufen, weil die Beine eintragen. Und man muss immer besser werden, damit man noch mehr die Aufgabe als Hüter wahrnehmen kann. Ja, gucken, wo es jetzt hingeht. Ja, eben schon mal. Ich glaube, wir können jetzt wahrscheinlich durch die Tür da durch, die eben verschlossen war oder so. Vermute ich mal. Ja, eben schon mal, aber. Dann haben wir denn jetzt. Ja. Genau, wir müssen eine Zone jetzt. Die hatten wir eben. Nicht, ich komme auch sehr durch die Tür, vermute ich. Dann quasi neu. Ja. Hier töne mir auf. Hat sich das nicht gelohnt? Hat sich nicht gelohnt, ne. Oh Gott. Ist das eigentlich so eine beste Ausrüstung? Können wir natürlich gucken. Oder nutzt das nicht? Hier auf jeden Fall, ja, das können wir natürlich noch nichts mit anfangen. Wir haben hier. Auch besser. Vector 1. Wieso ist Vector 1.1 besser als 3? Ja, Warlocks in der Interesse, die halt genauso schnell wie alles andere.
Warum ist das besser als 1? Das macht ja gar keinen Sinn in meinen Augen, aber hä? Also warum ist das Raum 3 schlechter als 1, wollte ich sagen. Wir haben hier auch noch einen 34er. Vektor, ebenfalls Vektor Alt. Deine Reise führt dich an Orte von alter Macht. Lass dich zu, dass der Respekt deiner Neugier im Weg steht. Dann machen wir den auch raus. Lebensfunke. Die kann man nicht benutzen, klar. Ja. Gut. Dann bin ich noch besser gerüstet. Mal gucken, was so los ist, ne? Hallo? Die Gefallenen sind mit irgendetwas hinten in diesem Raum verbunden. Sind getarnt. Naja. Ich finde diese Tarnvorrichtung von denen nicht so gut. Die ist ziemlich sichtbar. Dunkel natürlich gefährlich, klar, aber im Hellen ist sie nicht so schlimm. Irgendwo läuft ja einer rum. Einer wird mich gleich erwischen. Ah ja. Weg, doch. Was haben wir hier für ein gutes Kram hier? Geist ansetzen, na los. Die Gefallenen wollen Zugriff auf diese Maschinen. Aber irgendetwas wehrt sich. Noch können wir es nicht zerstören. Das wird noch dauern. Hier den Gefallenen ab. Aha. Das konnte ich jetzt nicht gerade lesen, aber ihr habt es vielleicht gelesen. Bitte geben wir ein paar Granaten oder so. Hat nichts dran gebracht, ärgerlicherweise. Was das? Was hast du denn nun mir? Was kommt denn da alles? Gut, dann wir haben noch Raketenwerfer. Keine Ahnung, jede Menge Feinde da. Eine Rakete haben wir. Das war gar nicht so schlecht. Okay. Rakete war gar nicht so schlecht jetzt. Die war hilfreich. Was ist denn für ein Vieh? Ein Servitor mal wieder. Komm her. Einer muss irgendwo noch an der Nase sein.
Der ist weg. Der auch. Der auch. Einer ist da hinten noch. Okay, ich habe alles rausgezogen, was ich stehlen konnte. Wir sollten dieses Ding zerstören. Es ist eine Gewaltverbindung. Schieße auf den freiliegenden Kern, um die gefallene Maschine zu zerstören. Viel haben sie nicht bekommen wegen der Fireball. Alte Erde. Russisch. Hör mal. Die Legenden stimmen. Es hat wirklich ein Kriegsgeist den Untergang überlebt. Rasputin, eine KI zur Verteidigung der Erde. Er hat die Dunkelheit bekämpft und überlebt. Und er schützt etwas hier im Kosmodrom. Wir müssen irgendwie an ihn rankommen. Mit aus. Feuergranate haben wir jetzt freigeschaltet. Wir müssen zum Turm zurück. Zwei dumme Tode, muss man dazu sagen, leider. Wir haben Sidonia AR2 Automatikgewehr, ein vollautomatisches Kriegsinstrument. Das AR2 ist eine Allzweckwaffe mit robustem Rückstoßantrieb und den Skalpellflügel 1. Wenn die Komplexität deiner eigenen Kräfte dich überfordert, dann besinne dich auf das alte Mantra: Beobachten, orientieren, handeln, wiederholen. 160 Kills, 52 davon immerhin präzise und 2 Tode, die wir nicht mal in der Mission kassiert haben, muss man dazu sagen. Naja. Egal, hätte es schlimmer sein können, wenn wir viel Zeit verbraten, aber ich nehme mir immer Zeit in das Spiel. So. Okay, Upgrade. Kommen wir da mal hin. Wir können jetzt hier wechseln von einer Vortex-Granate auf die Streugranate. Eine Granate, die sich im Streumunition aufteilt und ein großes Gebiet mit Explosionen übersieht. Ich finde die besser, muss man fast sagen. Die hat so ein bisschen mehr Übernatürliches als eine normale Streugranate, die jeder Mensch hat. Das ist doch total dumm. So, wir haben 32, 37. Die ist besser. Die ist Sotonia. Die würde ich jetzt nehmen. Und ich würde die beiden jetzt im Ring zerlegen. Umbra 2A und Traxcalum 2A. Halbautomatisches Gewehr, dies ist eine Mehrzweckvariante mit ausgewogenen Eigenschaften. Das wahrscheinlich mal macht Sinn, von jedem Typ eine Waffe zu haben, aber da haben wir noch jede Menge anderes Kram. Wir haben hier Vector Alt, einen schlechteren. Der eintönige Stoff verbirgt kompliziertes Feldgewebe und Schichten von mikroskopischer Maschinerie. Dann nehmen wir das, sind wir noch besser. Ein Helm, Vector AI2, diejenigen, die ins tausend Augen geblicken, sehen nur einen Hauch des Potenzials im Inneren und Skalpellflügel 1 hat dies noch besser. Wenn die Komplexität deiner eigenen Kräfte dich überfordert, dann besinne dich auf das alte Mantra: Beobachten, orientieren, handeln und wiederholen. Machen wir das so, sind wir hier noch auf 28. Wir können den Rest also zerlegen. Kriegen wir entsprechend Geld. Was wir benutzen könnten, um Sachen zu kaufen, aber. Okay, wir, apropos, wollten natürlich gucken, was haben wir jetzt hier? Wir haben, Raptor-Fall ist abgeschlossen. Die Schar und ein KI-Kriegsgeist. Zavala wird nur eine Augenbraue heben und über den Turm der Stadt, nee, über den Traum der Stadt faseln. Doch unter uns, ich bin schwer beeindruckt. Also Leereläufers. Kurz bevor ein Novawurm ausliegt, gibt es ein Rauschen von Luft und Wärme, die Zerstörung von Licht und Leben in ihrem Weg. Noch 3, dann kriegen wir das auch fertig. Gegen die Schar auf der Erde. Wenn du dachtest, die Gefallenen seien schlimm. Nun, wir müssen den Sprecher alarmieren. Er wird wissen, was zu tun ist. Dann machen wir es bei ihm jetzt gleich. Frontlinien. Gleiche Level 10 sind wir noch dabei. Haben wir noch so. Wir haben noch Patrouillen am 1, haben wir noch nicht gemacht. Kann dann das auch noch eine Folge nochmal nur eine Patrouille machen, wo wir so ein paar Missionen machen. Kann ich mir vorstellen, so zwischendurch mal eine zu machen. So, ab geht's zum Turm. Kann man auch ein anderes Level nehmen? Keine Ahnung, was da so los ist. Am Turm gibt's übrigens auch, Geister, aber. Mal kurz gucken.
Es gab eine Zeit, in der wir weitaus mächtiger waren. Doch das ist lange her. Bis der Reisende erwacht und seine Stimme erhebt, bin ich derjenige, der für ihn spricht. Du hast sicher viele Fragen, Hüter. Mit letzter Kraft erschuf der Reisende die Geister, um die zu finden, die sein Licht als Waffe führen können. Hüter, die uns beschützen und tun, wozu der Reisende selbst nicht mehr imstande ist. Was ist geschehen? Ich könnte dir von der großen Schlacht vor Jahrhunderten erzählen. Davon, wie der Reisende verletzt wurde. Oder von der Macht der Dunkelheit, seinem uralten Feind. Früher kursierten in der Stadt viele Geschichten, die den Kindern Angst einjagen sollten. In letzter Zeit hört man keine mehr. Jetzt haben die Kinder ohnehin Angst. Die Dunkelheit kehrt zurück. Dieses Mal werden wir nicht überleben. Ihre Armeen umzingeln uns. Die Gefallenen sind nur der Anfang. Was kann ich tun? Schlage die Dunkelheit zurück. Die Hüter kämpfen auf und jenseits der Erde. Schließe dich ihnen an. Dein Geist wird dich führen. Ich hoffe, seine Entscheidung war weise. Sicher. Klar doch. Wir gehen es gemeinsam an. Ich wollte trotzdem nur zurück. Bin wieder zurückgeschickt. Ja, schön. Hat nichts geändert in dem Missionsziel, ne? Irgendwie schade, ja doch. Es gibt eine neue. Das dunkle Jenseits. Wir verließen den Mond, um die Schar in Schach zu halten. Dass der Sprecher jetzt die Lunare-Sperrzone aufgehoben hat, bedeutet nur, dass er etwas weiß, das wir nicht wissen, oder? Folge der Spur des Hüters, der bei seiner Suche nach einem Weg die Schar-Festung auf dem Mond. In die Schaffestung auf dem Mond verschwand, schließt die Mission das dunkle Jenseits ab. Aber wir wollen trotzdem noch mit Zavala reden. Nicht mit ihr, sondern wir reden mit Zavala. Keine Zunge im Mond mittlerweile, aber wir wollen immer noch hier hin. Wir fliegen wieder zurück. So ist das. Ja. So, wir landen. Mal gucken, was du so Neues gibt, was so los ist. So. Dann ja mal zum Kryptarch. Was ein Engramm ist, willst du wissen? Daten, losgelöst von Materie. Reine Bedeutung. Ich hab ja Paul. Bring für interessante Funde abholen. Die Währung der Stadt. Lieber wissen wir, was Bescheid ist, ne? Ja, wie im Hausbanner. Interessant. Das hätte ich nicht gedacht. Hier ist dekodiert ein Engramm über Pflicht auf ein Stück vergessene Geschichte. Ein seltenes Engramm mit ungewöhnlichen Markern. Ein Kryptarch sollte in der Lage sein, es zum Rüstungsteil anzuschlüsseln, oder? Trag das mit Stolz. Ein Schöpfungswind. Ein normales Engramm, ein Kryptarch kann jetzt zum Rüstungsteil entschlüsseln. Sehr gut.
Chroma-Gelöbnis 3. Ein seltenes Engramm mit ungewöhnlichen Markern. Oh, fast schon schade, wenn das weg ist. Tengu Operan 2. Seltenes Engramm, ja. Sprich, dass du berichtest, wie du damit zurechtkommst. Tengu Operan nochmal, dann gibt es eine Waffe, Primärwaffe. Nicht die Ausrüstung zählt, sondern der Hüter, der sie einsetzt. Suros JPS 32. Kann nicht schaden. Suros JPS 32. Gut. Und Nox Kantor. Für neue Komm Karte. Lieber, sonst langweile ich mich. Ach, es sind nicht mehr viele da wie früher, aber naja, wir haben dieser schlechte. Was ist das für ein Mist? Aber es ist ein Impulsgewehr. Präzise geklimmte Waffe verbessern die Nachladezeit enorm. Das Ding hat ein extra theoretisch. Man kann die aufrüsten. Präzise Kills. Kostet Geld, kurz das Geld, um einfach dann sammeln. Bessert das Schaden. Erhöhe die Angriffskraft, dass die Waffe mehr Schaden verursachen kann. Das macht ja Sinn, die vielleicht zu behalten. Weil das selten ist. Impulsgewehr gegen Automatik. Wir haben hier eine. Oh, die macht zwar Feuerschaden. Ein Nox Kantor Fusionsgewehr. Das gut ausbalancierte Fusionsgewehr NC3. Schaffte Spagat zwischen Schusskraft und einfacher Bauweise. Kills die Waffe verringern die Abklingzeit deiner Granate. Oh, das ging auch ganz cool eigentlich, ne? Muss man sagen. Sicherer, man kann auch wechseln. Stabiles Visier, optimiert für hervorragende Rückstoßkontrolle. Muss auch eher mal die leveln vernünftig. Solarschaden macht die. Ja, das ist mit Fusionsgewehr, also quasi das Scharfschützengewehr, kann man sagen. Munitionsaufnahmen für Spezialwaffen sind grün, wissen wir Bescheid. Grenadier, Kills wie die Waffe verringern die Abklingzeit einer Granate und verbesserte Schaden. Dann will ich mal den so behalten und die zerlegen. Alkutta, dann weg. Wir haben 22, das war schlechter. Das kann ich mit Dönt machen. Was hat das? Das hat keine weitere. Das hat nichts zu bieten. Oh, Level 12. Uff. Dann kann man ja den immer zerlegen hier, ne? Der bringt mir immer nichts. Der Warlock greift, Trägheitsmotor. Ich glaube, dass Reisen und sein Licht nichts anderes als fortschrittliche Technologien sind. Ich weigere mich zu akzeptieren, dass wir das herabsetzt und Zepfung sind. Das Licht erlöst uns von der Kausalität. Es verwischt die Grenzen dessen, was wir tun können und was wir nicht tun können. Da würde man trotzdem sagen, behalten den und dann gehen wir auf den, wenn wir den halt haben. Das ist dann okay. Aber brauchen wir ein bisschen ein paar Level mehr noch machen, ne? Also bis dahin würde den belegen. Rüstungsmaterial gibt es. Wir haben Vector Eid mit 34, 36 haben wir schon. Disziplin plus 7 gibt es ebenfalls. Leiter und Beschützer, die in neuen Warlocks hier, die auf den Reisen begegnen. Dann gibt es noch für Level 12 ist Intellekt 17 plus oder 18. Du kannst mehr Munition für Impulsgewehre tragen oder du kannst mehr Munition für Handfeuerwaffen tragen. Kann man überlegen, wenn wir halt das Level erreicht haben. Bis dahin würde ich dann den hier nehmen, ne? Dann nehmen wir den und den zerlegen wir fleißig. Wunderbar, brauchen wir nicht mehr. So, bis dahin sind wir immer richtig. Wir können ja sagen, so, man hat eh jede Woche jede Mission was Neues. Okay. Shepard, ja, hallo. Hallo, Commander. Hallo, Commander, wie läuft's so? Wie läuft's so mit Commander? Wie läuft's mit, keine Ahnung, mit wem man halt gedatet hat? Mit Gavos, mit Charlie, mit Liara. Kann noch was zu sammeln. Geistfragment der Stadtzeitalter, wunderbar. So, wo müssen wir jetzt hin? Hey, wir machen die mal kurz fertig. Dann soll ich da in die Richtung. Ah ja. Was ist hier so los? Neue Monarchie. Da kann man sich entsprechend anschließen im Multiplayer, glaube ich, war das.
Oder bis zum Ende laufen, oder? Wo war das? Da oben. Du hättest nichts mehr tun können. Wie des Reisenden hier ist er. Ein Geistfragment Warlock. Sagt, wenn ihr wissen wollt, was da drin steht, schreibt es in die Kommentare, falls ihr es nicht schon getan habt, in anderen Folgen vorher. So. Okay. Wir auch übersehen. Wollen wir direkt hinlaufen. Okay, das ist auch der letzte, den wir auch kriegen können. Mal gucken, was haben wir da noch für einen Typen. Beutezug. Ja, red mal mit dem. Mal gucken, was er mir sozusagen hat. Lies ein Beutezug ab, der von Zander 9940 aus dem Turm vergeben wurde. Beutezugsuche im Überschuss. Speicherüberlauf entdeckt. Bei Beutezugbestellung benötigt Hüter. Kann natürlich trotzdem machen. Was immer ein Beutezug ist, ich weiß es nicht mehr. Hoffeljäger, schließ ein Beutezug ab. Da kann ich hier sagen, was ich dann töten muss, ne? Erziele 30 Superkills. Das kann man so nebenbei machen. Das ist Schmelzziegel, brauchen wir nicht unbedingt. Mit der macht man alles, so nebenbei. Aber halt so lange 5x5 Kills in 3 Sekunden mit einer schweren Waffe. Oh, das ist natürlich auch eine Herausforderung in meinen Augen. Erziele 30 Kills mit leeren Waffen, haben wir glaube ich noch gar nicht. Das Licht des Vieles in den schwierigen Zeiten ist eine stärkste Waffe der Sprecher. Mit Lärm und Wut Hüter, Banshee. Naja, es gibt immer Ausnahmen, aber leere Licht verarbeitet, Wechselte zu Schrott. Kate 6. Besiege 10 Kabale Majors und Ultras. Kabaloffiziere halten sich nicht im Hintergrund. Sie gehören eindeutig zu den grimmigsten Kämpfern ihres Reichs. Commander Zavala. Muss ich das machen in der Zeit oder kann ich dann beim nächsten Mal nochmal sowas sagen, wenn man beim nächsten Mal losziehen, macht es mir jetzt Sinn. Besiegen 50 Gefallene. Die gefallenen Häuser sind immer auf der Suche nach irgendeinem Vorteil. Wir müssen Hartnäckigkeit mit Hartnäckigkeit besiegen. Petra, wenn sie. Venus-Aufklärung. Sammle Ressourcen, Knoten, öffne Truhen und eliminiere Feinde auf der Venus. Patrouilliere die Venus. Trotz all unserer Bemühungen bleibt die Venus ein Schlachtfeld, auf dem die Gefallenen und die Vex um die Geheimnisse des goldenen Zeitalters kämpfen. Plane deine Hardware entsprechend. Ich würde das jetzt noch nicht annehmen. Das würde ich dann beim nächsten Mal, wenn wir losziehen, können wir nochmal kurz landen, was mitnehmen und dann können wir die Mission spielen. Heute wieder ganz lang unterwegs, über eine Stunde, aber gut, haben wir ein bisschen was gemacht. Ein bisschen erkundet, rumgeguckt. Willst du zu mir oder zur Vor? Ich will zu nirgendwo. Moment mal. Bereite die Übertragung vor. Kosmodrom. Bin ja vorbeigelaufen, ich halt. Ich sollte selbst da draußen kämpfen. Soll es nicht hier sein? Ah, das war. Letztes Wort, der ist Wonders. Der war vorher nämlich hier, den haben sie umpositioniert. Die war nämlich früher ein Tisch. Okay. Warlock. Hallo. Hier gibt es viel Brauchbares. So, sprich mit Zavala. Deine Informationen sind unsagbar wertvoll. Der Traum der Stadt ist heute dank deiner Mühen stärker. Sprich mit Ikora, meinem Warlock-Gegenpart im Konzil. Sie verfolgte Rasputins Spur, eine, die sich zu erkunden lohnt, wie ich glaube. Okay, haben wir die Wahl, was wir so haben. Da haben wir was Besseres. Wir haben was Besseres mittlerweile. Er bietet uns einen Enigma-Brand. Die praktisch Veranlagten nehmen die Philosophie nicht ernst. Die Gelehrten erinnern sie daran, dass auch Krieg nur angewandte Ontologie ist. Stärke plus 4, Granatentreffer stellen Nahkampfenergie wieder her. Aber es ist halt deutlich schwächer, ja. Enigma-Brand. Stimme dich auf dein Feldgewebe ein. Ein sauberer Schaltkreis sollte sich wie eine ruhige Nacht anfühlen. Und nochmal Enigma-Brand. Gefahren für die Stadt zu ignorieren heißt, sich selbst
bei der Wahrheit zu verschließen. Pulsari, die Niederschriften. Das macht denn mehr Sinn? Ich glaube, das fällt raus, weil da ist der Unterschied zu groß. Das sind 7, das wäre noch austauschbar. Ich glaube, wir sollten den Brustschutz nehmen, das Nikbarbrand. Und dann den kann man halt aufrüsten. Du kannst mehr Munition für Impulsgewehre tragen. Schnelleres Nachladen mit Scout-Gewehren. Ja, eigentlich sinnvoll wäre das, wenn man spielt, wie man spielt. Aber ist jetzt in dem Fall auch momentan noch egal. Wir nehmen eh, dass das besser ist, ne? Also. Sprich mit Ikora. Sprich mit Ikora in der Halle der Hüter im Turm. Ja, gut. Bleib stark, Hüter. Was ist los? Hab Nachrichten. Wir können helfen. Bleibt nur noch der Fall. Sprich mit Ikora. Früher erstreckte sich das Netzwerk des Kriegsgeistes im ganzen Sonnensystem, verbunden durch die leistungsstarken Kommunikationsanlagen. Vor einer Weile schickten die Mitglieder des Toten Orbits Speer aus, um die Anlagen unter die Lupe zu nehmen. Doch sie kamen nie zurück. Ich will wissen, was ihnen zugestoßen ist und was Rasputin weiß. Okay. Hätte ich mir doch gedacht, dass du dich darum kümmern würdest. Die letzte Anlage. Suche Code zur Reaktivierung einer alten Satellitenanlage, verbinde sie mit dem Blablab. Okay, das würde Geld kosten, aber da ist nichts Vernünftiges dabei. Man sieht sich, Hüter. Man sieht sich das, glaube ich, auch tatsächlich. Ja, ich würde jetzt tatsächlich beim nächsten Mal dann, wir können jetzt hier zu unserem Mond, aber wir machen noch auf Erde dann weiter mit der Mission, die wir ihm freigestellt haben. Hüter hat mir so viel genommen, als ob ich nichts wäre. Haben ein bisschen was geschafft. Ja, ja, schön, eine schöne Aussicht. Ah, kann ich trotzdem den nehmen, den Enigma-Brand, vielleicht besser, wenn man da so macht. Auch wenn der bessere Verteidigung hat, aber vielleicht bringt ja dieser die mehr Munition ein bisschen was. Ich würde das mal versuchen zu leveln, das ist dann okay. Dann leveln wir die Waffe, dann die Ausrüstung mal. So, wir sind hier, Vater Lerolof haben wir gemacht. Ah ne, also wir sind ja hier. Bleibt nur der Fall. Der Tote Orbit folgt einer ganz einfachen Philosophie. Wir sind alle verdammt. Ihnen zufolge ist der einzige Weg, um zu überleben, aus diesem System zu fliehen. Kein Wunder, dass ich mit Rasputin und den Kolonienanlagen verbinden wollen. Suche Code zur Aktivierung einer alten Satellitenanlage. Verbinden Sie mit verlorenen Kolonien im Sonnensystem. Schließe die Mission die letzte Anlage ab. Genau, das ist dann das nächste Mal, was wir machen. Ja, Beutezug, das werden wir dann beim nächsten Mal entsprechend dann einen raussuchen und dann gucken, ob wir einen machen können. So, Dunkle Jenseits ist schon die nächste Mission von der von dem Schafhart. Ich würde immer diese Reihe immer durchspielen. Ja, Frontlinien sind wir noch dabei. Die Feindschaften sind auch bald fertig damit. Warte leere Läufers. Und ja gut, das können wir noch nicht machen. Das machen wir vielleicht, wenn wir fertig sind mit der Erde oder so. Dann nehmen wir, ja, können wir noch Patrouillen machen. Eine Folge nur mit Patrouillen und so. Eine Zwischenmission, Nebenmission. Kann da was machen. Okay. So. Wir wollen zum Orbit zurück. Machen entsprechend die letzte Anlage dann beim nächsten Mal. Haben wir jetzt hier auch alle Geister auf dem Turm aus ein, den kriegt man auch nur, wenn ein PvP-Event irgendwie ist. Also besonderen PvP-Event. Und ja. Ich würde sagen, wir sind mal fertig wieder, haben jetzt lange gespielt, aber ja, das einzige Ärgerliche ist halt, dass mit den Geistern, dass ich mal nebenbei ein Video laufen lassen muss, damit ich weiß, wo die sind. Aber naja. Kriegen wir schon hin. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Trotzdem, wie immer, denkt an Videobeschreibung für alle wichtigen Links und denkt auch an Kommentare, Bewertungen und den Kanal zu unterstützen. Wie gesagt, Kommentare gerne bezüglich Raids. Zweig werden wir demnächst mal einen probieren, glaube ich, in ein, zwei Folgen. Aber würde natürlich auch mich freuen, wenn wir da vielleicht ein paar Leute zusammenfinden könnten. Auch für Raids brauchen wir halt mindestens 3, ich glaube vier idealerweise, 4 oder 5. Deswegen meldet euch ansonsten. Und ein letztes Ding natürlich auch an das Abo, damit ihr wisst, wann und wie es weitergeht. Und ich sag danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.